über 2 Stunden Nebelfahrt nach Artning bei Ditzen habe ich zuerst gut in der Achimalm gefrühstückt und dann die Überquerung des Bosrup über den Wildfrauensteig etwas spät zu beginnen. Zuerst langer Aufstieg über die Artningalm zum Arling-Sattel. Der Bosrup von der Südseite und Blick ins nebelige Enztal. Aufstieg auf das Warscheneck. Die Hallermauern mit Hexenturm, Scheiblingstein und den großen Bürgers. Und unten im Tal Spital am Pyrn. Rückblick auf den Arlingsattel. Schmale Einschnitte zwischen den Zacken und hier weht der Wind. Der Aufstieg ist leider rutschig, nass und erdig und auch steil. Blick hinunter zur Artenalm und Enztal. Hier treffe ich auf eine Gruppe Bergsteiger bei dem ersten Klettergrat. Im Sattel oben mache ich noch einen Abzweiger zur Wildfrauenhöhle. Beginne ich auch auf den Klettergrat hinauf zu turnen. Jetzt wird es luftig und alpin. Und immer wieder die schmalen Einschnitte am Gratverlauf. Der erste Blick auf das Bosrup-Gipfelkreuz und hinunter auf Spital am Pyrn und die Pyrn-Autobahn. Wieder die Artningalm und der bisherige Aufstieg. Die Hallermauern und dahinter der Buchstein, die Hochtaugruppe und der Admonter Reichenstein. Hier habe ich auch die Bergsteiger eingeholt.
Weiter geht die Gratkletterei des Wildfrauensteiges. Nicht umsonst bezeichnet man den Bußruck als bösen Brücken. Zurück auf den Aufstiegsgrat und auf die Frauenmauer mit dem Kreuz. Und hier kommen noch zwei Bergsteiger. Meine Gruppe bleibt doch noch sehr weit hinten. Jetzt bin ich dem Gipfel schon sehr nahe. Über 1300 Meter geht es da hinunter. Statt Blumen begrüßen mich nur Eiskristalle. So, jetzt habe ich den großen Bußruck über den Kamm herauf erreicht. Ich habe einige Bergsteige überholt. Der Bußruck selber ist 1992 Meter hoch. An sich wäre eine fantastische Sicht, aber es ist ein bisschen dunstig. Sonst ist es wunderschön. Unten war so ein kalter Wind, aber jetzt herum überhaupt nicht. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber leider ist es eine eher schwierige Kletterei, weil es sehr schmierig und nass, also rutschig. Es war weniger lustig, aber sonst ist es eine sehr, sehr schöne Tour da herauf. Also wenn ich jetzt so ins Ennstal schaue, sehe ich gerade noch den Grimming. Und dann ist schon wieder Schluss. Grüß dich. Grüß dich. Aber weiter, oder wieder zurück? Aber doch kommt meine Gruppe jetzt nach. Weg nach Spital am Böhren bis Windischgarsten. Die Schrägbahn zur Wurzeralm und das Warscheneck. Und Blick ins Ennstal. Der Hexenturm und die Haller Mauern. Nach einer schönen Gipfelrast, Abstieg und Gradweg weiter zum Kitzstein. Und das ist er. Das Kitzstein, das wird mein Abstiegsweg über den Richtung Amara. Wieder schöne Gratkletterei auf den Kitzstein. Rückblick auf den Bußruck, der 60 Meter höher ist.
Westen ins Enztal. Und jetzt beginnt der steile Abstieg über den riesigen Rossfeldboden. Das Enztal mit Frauenberg und Admont. Die Hallermauern. Und so geht der Blick vom Enztal bis zum Bosruck hinauf. Der Bosruck. Und weiter geht der Weg die Alm hinunter Richtung Angeralm. Hier an den Südwänden sieht man das Loch der Liebfrauenhöhle, wo ich noch vor circa 5 Stunden war. Die Ardningalm ist in Sicht und bald bin ich wieder nach 7 Stunden bei der Angeralm. Nach einem sehr guten Essen fahre ich wieder über den Schoberpass Semmering nach Hause.